Herr Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schauer. Ja, vielen Dank. Herr Horstel, am Sonntag war Wahltag, nicht nur innerhalb der europäischen Länder, der Europäischen Union, sondern auch in der Ukraine. Dort haben die Ukrainer einen neuen Präsidenten gewählt. Poroschenko ist, Herr Horstel, wie Sie wissen, kein unbeschriebenes Blatt. Trotz allem möchte ich Sie darum bitten, uns zu erläutern, wo er politisch zu Hause ist. Ich glaube, wenn ich das einmal ganz salopp sagen darf und abseits von gängigen Einordnungen, dann ist dieser Mann politisch da zu Hause, wo sein Geld zu Hause ist. Das gilt für alle Oligarchen. Und es gibt einige Oligarchen, die sind bereit, für die Absicherung ihrer finanziellen Position mehr zu tun, das heißt auch mehr Gesetze zu brechen oder eigene Mafia-Gruppen zu gründen und so etwas. Und andere sind da etwas zurückhaltender und Herr Poroschenko gehört sicherlich zu den zurückhaltenderen Persönlichkeiten, deswegen hat man ihn auch genommen. Und er ist allerdings auch ein sicheres Pfund des Westens und des westlichen Einflusses in der Ukraine. Und so sind sehr viele Gründe auf diese Vorauswahl der Person auf ihn zugelaufen, denn eine tatsächliche politische Macht stellt er ja nicht dar. Er musste ja von dem zurückgetretenen oder aufgegebenen Präsidentschaftskandidaten Klitschko Teile dessen Stabes ausleihen, um überhaupt irgendeine Art Wahlorganisation auf die Beine stellen zu können. Das konnte er gar nicht aus eigener Kraft. Das zeigt allein schon, wie soll man sagen, dieser Mensch auch politisch gelagert ist. Denn wir wissen, dass ja der mögliche und spätere aufgegebene Präsidentschaftskandidat Klitschko an seine Organisation gekommen ist, nämlich mit deutscher Hilfe. Das ist also eine Grundcharakterisierung der Lage dieses Mannes jetzt. Und natürlich hat man auch dem Präsidenten viel Macht weggenommen durch den Staatsstreich vom Februar. Und auf diese Art und Weise kann er das, was er politisch gebaut hat, auch, wie soll man sagen, nicht besonders stark einsetzen. Das ist also letztlich keine so starke Position mehr, deutlich nicht mehr, wie die früheren Amtsvorgänger. Herr Holster, der 48-jährige Poroschenko ist seit 15 Jahren, also seit seinem 33. Lebensjahr schon in der Politik. Offenbar ist aber in der Ukraine nicht unüblich, dass Staatsführung und Business eng verquickt sind. Hat das nicht auch Nachteile für die Staatsführung? Ja, selbstverständlich. Das hat gewaltige Nachteile. Die Ukraine ist ein durch Korruption schwer gezeichnetes Land. Zig Milliarden sind abhanden gekommen durch Betrug, durch solche Führungskräfte. Der Goldschatz des Landes befindet sich in den USA, falls er noch dort ist. Also das sind natürlich Dinge, die jeden nationalen, heimatliebenden Ukrainer schwerstens besorgen müssen. Wir haben eine Situation, in der man eigentlich eine politisch verantwortliche Stellung nicht beziehen kann, ohne eine eigene Mafia-Gruppe zu haben. Wir haben eine Situation, in der man auch in der Politik nichts zu sagen hat, wenn man nicht sehr viel Geld besitzt. Das heißt, wir haben natürlich gar keine Demokratie in der Ukraine, sondern eine Oligarchie. Und dass der Westen nicht zurückscheut, solche Oligarchen aufzubauen und einzusetzen, reflektiert ja nur die Tatsache, dass inzwischen wissenschaftlich durch US-Wissenschaftler nachgewiesen ist, dass die USA ebenfalls eine Oligarchie und keine Demokratie sind. Und das kann man auch nur so zusammensehen. Das geht wie kommunizierende Röhren. Nicht? Aus dem Westen kommen keine demokratischen Ansprüche und in der Ukraine werden sie dann auch natürlich nicht erfüllt. Dieses ganze System ist tödlich. Es droht, die Ukraine jetzt zu zerreißen und macht alle nationalen Ambitionen zunichte.
Herr Hosselmann bescheinigt ihm noch Pragmatismus, und zwar aus der Erfahrung, als er unter Präsident Juschenko Chef der mächtigsten Sicherheitsrats gewesen war. Obwohl er ein Gegner Russlands war, hat er aber damals schon als Chef dieses Sicherheitsrates versucht, gute Beziehungen zu Russland zu unterhalten. Kann diese Erfahrung ihm auch im Umgang mit Russland nützlich sein? Auf jeden Fall, Herr Sorokny, das hat auch schon seine Früchte getragen, denn er hat bereits die Hand ausgestreckt nach Moskau. Und es gibt auch schon eine positive Antwort durch den russischen Außenminister Lavrov, der gesagt hat, Kiew und Moskau brauchen keine Vermittler, um miteinander zu reden. Moskau hatte vorher gesagt, dass man die Wahl respektiert. Moskau hat nicht gesagt, dass man die Wahl anerkennt. Ja. Oder sagen wir mal, mit der Methode, wie diese Wahl angesetzt wurde, sich in irgendeiner Form einverstanden erklärt, das nicht. Aber Russland sagt, wir können da miteinander sprechen. Wir gehen mit dieser Verwaltung in der Ukraine um. Das hat Lavrov jetzt bekräftigt. Das ist positiv, denn es gibt eine Menge zu besprechen. Problem natürlich, dass Poroschenko auch gleich erklärt hat, er wolle die Krim in die Ukraine zurückholen, obwohl er weiß, dass das ausgeschlossen ist, solange Russland atmet. Ja, keine Frage. Und hier ist also Konfliktpotenzial praktisch gesät. Ja, ob es jetzt aufblüht, wird auch im Wesentlichen von Herrn Poroschenko abhängen, aber eben nicht nur. Und der Westen wird auf diesem Klavier spielen. Es scharrt mit den Füßen die frühere Putschistin Julia Timoschenko, die auch weiterhin auf der Payroll des Westens sozusagen steht und hier Unruhe schaffen möchte. Herr Hostel, als erstes will Poroschenko das Land rasch aus der Krise führen. Er will erstens den Krieg mit den Ostukrainer beenden und zweitens will er die Ukraine Richtung Europa führen. Das sind aber zwei Dinge, die auch schon unter Juschenko kontrovers behandelt wurden und auch zu keinem Ergebnis geführt haben. Und Krise ist auch zum Teil darauf zurückzuführen. Wie will er nun dieser neue Präsident beide Dinge zusammenführen? Das ist genau nicht zusammenzuführen. Wenn er solche Dinge sagt, dann tut er das, um eine Botschaft nach Washington zu schicken, die heißt, ich bin brav auf eurer Seite, auch nach der Wahl. Er weiß ganz genau, dass das zwei Gegensatzpositionen sind. Entweder, wie soll man sagen, er befriedet das Land und einigt es, das ist ihm zu wünschen. Ansonsten hat die Ukraine gar keine Zukunft mehr. Oder aber er führt die Ukraine Richtung Westen und Europäische Union und NATO und so etwas, wie das eben starke Kräfte wollen im Land, die, wie soll man sagen, politisch in der westlichen Tasche stecken und dort abhängig sind. Das ist ein sehr interessanter Spagat, den er hier gleich zu Anfang seiner Präsidentschaft erklärt hat. Und dieser Mann ist klug genug, um zu wissen, wenn er das zu weit treibt, dann wird er stürzen. Herr Hostel, was sind die vorrangigen Aufgaben für den neuen Präsidenten? Es gibt ja keinen Zweifel bei der jetzigen absolut desolaten Situation, dass er zwei, drei Dinge sofort tun muss. Er muss das wirtschaftliche Geschehen wieder in Ordnung bringen. Und das geht nur, wenn der erste Schritt ist Ruhe und Frieden im Land. Und das geht nur, wenn die Westorientierung nicht weiter vorangetrieben wird. Ukraine hat als Nationalstaat nur eine Zukunft in einer gewissen Einigkeit. Die Krim ist verloren. Ja. Davon muss man ausgehen, wenn er ernsthaft versuchen will, das zurückzubekommen,
Das glaube ich nicht, dass er das wirklich versuchen wird. Aber wenn er das tun würde, dann hätte er gewaltige Schwierigkeiten für jeden einzelnen weiteren Schritt im Land. Und die andere Frage ist eben, wenn er tatsächlich Frieden will, wenn er der Präsident aller Ukrainer werden möchte, ja, so wie wir das auch schon mal bei Herrn Mursi besprochen hatten, der das ja nicht wurde in seinem Land, dann haben wir die absolute Notwendigkeit, sich zwischen den Mächten zu etablieren. Daran ist der Kleptokrat Janukowitsch schon gescheitert, aber der hatte eben auch eine Agenda, die hat alles andere überlagert, nämlich seine Sucht nach fremdem Geld. Herr Poroschenko hat das vielleicht in dieser Form nicht nötig. Er möchte seinen Reichtum, den er hat, einfach absichern. Das ist eine defensive Art, damit umzugehen. Wenn er das weitermacht, könnte er an dieser Stelle glücklich werden, bei dem Versuch tatsächlich die Ukraine als Puffer zwischen Russland und der NATO zu etablieren. Man wird gespannt sein, darf gespannt sein, ob der Westen ihm das erlaubt oder ob die aggressive Politik des Westens jetzt weitergeht und möglicherweise Herr Poroschenko einfach nur ein Zwischenkandidat ist, der damit nicht glücklich werden kann. Herr Hossel, Sie sagten, der Poroschenko will Präsident aller Ukraine sein. Aber wie Sie wissen, haben die Ostukrainer nicht gewählt. Insofern stellt sich die Frage, wie kann er sich als Präsident auch der Ostukraine einfach bezeichnen? Ja, da gibt es nur einen Weg in der Politik. Ja, wenn man von einem bestimmten wichtigen Bevölkerungsteil nicht gewählt wurde und genießt dort auch kein Vertrauen, dann muss man sich dieses Vertrauen erwerben. Und die Frage ist natürlich, ob Herr Poroschenko diesen Plan hat, sich dieses Vertrauen zu erwerben, oder ob er die Befriedung der Ukraine als einen militärischen Vorgang ansieht. Ja, dann haben wir bald einen kräftigen Bürgerkrieg. Die Situation ist da. Russland hat vor der Wahl schon gesagt, von verschiedenen Seiten, zuletzt vom Verteidigungsminister Shoigu, das Land rutscht ab in den Bürgerkrieg. Putin hatte das festgestellt. Also wir haben eine Situation, in der Russland auf der internationalen Erklärungslage klar gemacht hat, wir rücken immer näher an den Zeitpunkt heran, an dem wir eingreifen werden, militärisch eingreifen werden. Denn Putin hat sich dafür ja, wie wir wissen, von beiden Häusern seines Parlaments ein Okay geben lassen vor einigen Wochen. Und das, als es um den Anschluss der Krim ging, wurde das ja mit abgestimmt. Mit anderen Worten, wenn es der Ukraine nicht gelingt, die Sache zu befrieden, wenn es Poroschenko nicht gelingt, auch Vertrauen bei seinen Gegnern sich durch seine gute Politik zu erwerben, dann rutschen wir näher an einen bewaffneten Konflikt in Mittelosteuropa. Das muss uns klar sein, was die Konsequenzen sind. Was ist Ihr persönlicher Eindruck und vielleicht auch Prognose? Ehrlich gesagt, im Moment wage ich keine Prognose, weil die Situation zu neu ist und wir einmal ein paar Wochen beobachten müssen, wie die verschiedenen Parteien jetzt in der Ukraine miteinander umgehen. Ich habe einen 6-stufigen Friedensplan vorgelegt für die Ukraine, der auch demnächst im deutschen Internet veröffentlicht wird und über den auch die russischen Medien debattieren werden, noch heute. Und wir müssen einmal sehen, weil wenn ich etwas solches vorlege, ist das natürlich konstruktiv, ob der Westen bereit ist, solche konstruktiven Schritte zu gehen, denn die letzten 25 Jahre waren eben weniger konstruktiv und mehr aggressiv. Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung. Danke für das Gespräch, lieber Herr Schorkny. Alles Gute nach Teheran.